Da sind wir wieder bei Assassin's Creed Brotherhood. Kaum zu glauben, das funktioniert ja wirklich. Naja, wozu ist das Internet gut, wenn nicht dafür, ne? Was ist los, Gary? Ich will allein mit dir reden. Du weißt doch, dieses CIA-Zeug für mein neues Buch. Über diese Firmen? Es ist viel größer, als ich dachte. Bilderberg ist nur eine Ablenkung. Ich werde dir einen Namen nennen. Abstergo. Keine Ahnung, was das ist. Eine Schattenfirma. Sie tauchen nirgendwo auf, keine Aktien, nichts über den Vorstand. Aber ihre Mitglieder haben Holdings in anderen Firmen. Coke, Kraft, die Pharmaindustrie, Detroit, Wall Street. Quasi jede Firma ab einer gewissen Größe hat Verbindungen zu Abstergo. Und? Sie sind dabei, die ganze Welt zu übernehmen. Sie haben auch Leute in der Regierung. Hör zu, ich muss das einfach irgendjemandem erzählen. Ich habe meine Nachforschungen geheim gehalten, aber ich halte es nicht mehr aus. Was wirst du jetzt tun? Das Buch. Es wird davon handeln. Glaub mir, wenn es im Handel ist, wird jeder davon erfahren. Fahrzeugmonitoring-System beendet. Hallo D. Sag dem Hauptquartier, dass ich eine Situation abgehört habe. Nichts Ernstes, aber jemand muss sich um ein Sicherheitsrisiko kümmern. Perfekt. Und Glückwunsch zur Beförderung. Mach weiter so. Laden. Ja, Problembeseitigung, ne? Umlegen ist Templerjob. Der dunkle Reiter nähert sich. Bischof und Narr, sie kann dich auf dem Pfad der Tugend hören, aber auf der benachbarten Flanke siehst du das Weiß in den Augen. Hä? Sie, jetzt habe ich verstanden, dass ich sie, dass ich die hier nehmen soll. Das schon mal nicht. Auch nicht. Reiter und Bischof nähern sich. Bischof ist doch hier ein Läufer. Ja, verstehe. Laden. Ein bisschen blöd, weil dann schlägt sie Garantien den... Obwohl, dann kannst du sie mit dem Turm schlagen. Ja, doch, macht das Sinn. Das Volk ist wie die See, rasend und unvorhersehbar. Deshalb haben wir Mauern errichtet. Ich sehe keine Mauern. Nicht? Sehen Sie sich um. Da ein Regal mit Soda, eine Schachtel Süßes, Magazine, Talkshows, Pillen. Die Mauern des 21. Jahrhunderts umgeben uns. Faszinierend. Quarantäne aufgehoben. So. Ich habe übrigens auch gerade mal nachgeguckt, wo der letzte denn jetzt sein soll. Und ich hoffe mal, dass das jetzt so funktioniert. Wenn ich ihn erstmal wieder finde, weil ich muss ja auch wieder reinlatschen. Da war er. So. Yay, Backtracking. Suddenly entdeckt. Naja, ich sollte mich dran gewöhnt haben. Das ist das, was mich bei Black Flag ein bisschen frustriert hat. Plötzlich war ich mal entdeckt und ich habe nicht mal eine Wache bemerkt irgendwo. Na, was soll's. Wie weit ist denn der Weg? Soll ich eine schnelle Reise nehmen? Ich sollte definitiv eine schnelle Reise nehmen. Kolosseum ist nahe. Die Tiber auch. Oder das da unten. Naja, wird schon gehen. Irgendwo hier ist eine schöne Reisestation. Nehmen wir doch mal. Ich muss das irgendwo hier, glaube ich. Kolosseum, ja. Das ist, glaube ich, das nächste. Ah, von da aus müsste man doch sogar mit dem Pferd rüberkommen, oder? Über die kaputte Brücke. Ja, dann haben wir es ja fast. Scheiße, das fällt mir jetzt gerade so ein. Dann haben wir ja endlich alles, bis auf Hustpanzer. Ein Wort, was ich wahrscheinlich nie wieder in den Mund nehmen werde. Panzer. Wenn dieses Spiel vorbei ist. Könnte es natürlich auch so machen wie mit Pokémon damals. Mein erstes Let's Play hier wird Mystery Dungeon 2. So hieß es, genau. Da habe ich ja damals eine Pause von, wie lange? Ein paar Wochen, glaube ich, dann gehabt.
zwei Wochen oder so mal eine Pause zwischendurch, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Nur finde ich sowas eigentlich scheiße, wenn man das macht. Deswegen, ne? Muss nicht. So. Und ich bin auch der Meinung, dass das hier einfach, ist Quatsch. Wir sind halt sowieso schon fast durch. Wenn ich jetzt tatsächlich eine Pause machen würde, weil ich keinen Bock auf die Panzermission habe, das wäre völliger Quatsch, weil dann würde ich praktisch einen Part hinterher nochmal machen. Das ist dämlich. So, irgendwas war mit Turm und Ruinen. Demnach hätte ich gesagt, ich kletter mal da oben. Oh, jetzt habe ich es gesehen. Ezio, bitte benutzen. Vielen Dank. Nehmen wir uns den Turm. Da oben ist es ja. So. Und nix wie rein. Der letzte Cluster. Wenn ich den jetzt noch schnell genug lösen kann, kriegen wir hier so noch die Endsequenz. Also die Endsequenz von den Dingern. Da gibt's ja wieder eine schöne Kleinigkeit. Wo warst du? Ich habe dich vermisst. Ja, ich dich auch, Animus. Laden. Oh yay, der Sündenfall. Erzähl mir, Vater, erzähl mir vom Beginn des Baum, den Sternen und dem Mal. Wer hat das erkannt? Oh, wieder so eine Scheiße. Der dreht die. So relativ einfach gehalten. Genau, und das könnte Schwierigkeiten darstellen. Obwohl, ich glaube, das ist einfach als der letzte. Oh, schöne neue Welt, welch unsterblich Hand oder Auge konnte deine furchtbare Symmetrie formen. Furchtbare Symmetrie? Ja, von mir aus. Wobei, stimmt ja, die Welt ist oben und unten eigentlich abgeflacht, ne? So ein bisschen. Logikzentren aktiv. Ich verstehe, was ich muss. Warum ich hier bin. Ich muss. Langzeitgedächtniszentren aktiv. Nein. Holt es raus. Tötet mich. Laden. Naja, was auch immer. Ein Produkt, das wir ohne Hände oder Maschinen herstellen. Wissen? Blöd geraten? Macht? I am very confused. Ohne Hände und Maschinen. Ja, ich hätte gesagt, Wissen oder Macht. Das hier könnte Schule wissen. Ich weiß nicht, wer das sein soll, aber Wissen. So, und das war's auch wieder, ne? Was ist denn das hier? Schade. Ich hätte jetzt an Glaube gedacht oder so, aber
jetzt auch nicht. Moment mal. Gut. 3, 4, 6, 8, 10. Whatever. Laden. Verstanden habe ich es nicht. Ich hätte gesagt, Glaube, Wissen, Macht, irgendwie sowas müsste es sein, aber das machte irgendwie nicht so viel Sinn. Es geht um Genetik. Sie wurden in ihre Positionen hineingeboren. Wir helfen ihnen nur, es zu akzeptieren. Ja. Das Gute ist, dass ich auch hier den Code ja schon aufgeschrieben hatte. Dass ich mir die alle damals aufgeschrieben habe, ist definitiv nützlich. Denn ich habe immer noch nach wie vor kaum Ahnung, was ich da wirklich tun muss. So viele Zahlen. Vor allem verstehe ich es immer noch nicht. Hier sind so leere dann. Das macht keinen Sinn. Ja. Fertig. Laden. Lass mich raten. Jetzt wieder ein zwei Seiten langes Dokument, was ich lesen darf. Abnorme Gehirntätigkeit bei Kindern im Alter von 3 Monaten bis 18 Jahren und bei Erwachsenen zwischen 19 und 30 entdeckt. Zusammenfassung. Einige neuere Studien von internen Marketingteams haben entdeckt, dass Entertainment-Verkaufszahlen abnehmen und Proteste zunehmen. Die Wirtschaft ist in Aufruhr. Alle Marktanalysen zeigen, dass sich das System stabilisieren sollte, doch stattdessen haben wir es mit dem Gegenteil zu tun. Als Reaktion darauf will unser Team den Grund für die nachlassende Wirkung von Abstergos Kontrollmechanismus herausfinden. Frühere Studien über die bilaterale, weiß ich auch nicht mehr, was das hieß, Hirnstimulation, also ich kenne das Wort irgendwoher, aber ich weiß auch nicht mehr, was ich jetzt damit anfangen soll. Bei Firmen, Fernsehen und Videospiele, haben die charakteristischen ARAS-Muster gezeigt, die von Abstergos Signalmustern erzeugt werden. Sounds strange. Unsere Studie wurde an einer Testgruppe durchgeführt. 30 Subjekte im Alter von plus minus 10 bis plus minus 30, die ferngesehen hat, während FMRT-Scans im Ruhezustand durchgeführt wurden. Im Gegensatz zu früheren Studien zeigten 80% der Subjekte erhöhte kortikale Hirnaktivität. Jetzt kommen wir nie mit irgendwelchen biologischen Gefasel, damit kann ich ja nichts anfangen. Detaillierte Scans mit einem Prototypen unseres DMRT-Geräts, Abkürzungen, auf ein gesteigertes neurales Wachstum hin, plus minus 30% über dem der älteren Gruppen. Eine derartige Steigerung passt nicht in das darwinistische Modell. Was hat Darwin jetzt damit zu tun? Oh, was soll's. Zusätzliche Studien sind erforderlich, um das endgültige Ziel dieser abnormalen Evolution festzustellen. Erster Stereo-Marketing-Quartalsbericht. So. Laden. Und hast du noch ein Rätsel für mich, oder war es das endlich? Er hat noch ein Rätsel für mich. Ja, träum weiter. Faszinierend. Wenn Sie dieses Band abspielen, habe ich diese Welt verlassen. Cool. Dieses großartige Unternehmen. Abstergo Industries, unsere große Hoffnung für die Menschheit, für Sie. Hören Sie nicht auf Ihre Ratgeber. Die sind zu sehr in Oberflächlichkeiten und Lifestyle verstrickt. Wir haben den Kapitalismus geschaffen, aber wir sind keine Kapitalisten. Unsere Ziele sind nobel. Das primitive System der Kontrolle durch Geld ist nur ein Verband über der Wunde, die wir heilen wollen. Die Menschen in dieser Welt sind verunsichert, verloren, verängstigt und unfähig, selbstständig zu produzieren. Ohne uns wären sie nur Tiere, Sklaven der anderen, die eine solche Verantwortung nicht verdient haben. Wir haben sie davor gerettet, vergessen Sie das nicht. Aber genug von der Vergangenheit. Ich muss Sie vor der bevorstehenden Krise warnen. Obwohl Ihr Umfeld es leugnen wird, sind wir bald schon unfähig, neue Märkte zu generieren. Die Leute werden immun gegen unsere Ökonomen und Entertainer. Wenn der freie Markt stirbt, wenden sie sich gegen uns. Also zögern Sie nicht. Inzwischen wurde Ihnen gezeigt, was nur die Großmeister unseres Ordens gesehen haben.
Nun wissen Sie, warum Abstergo, warum das alles nötig war. Und nun wissen Sie, was zu tun ist. Halten Sie den Kurs. Wir geben Ihnen Freiheit. Freiheit von Angst, Freiheit von Pornografie, von ekelerregenden animalischen Trieben, Freiheit von Demokratie. Am Ende wird die Menschheit uns danken. In hoc signo vinces. Laden. Warum wurde gerade Freiheit von Pornografie da so hervorgehoben? Na, soll's. 64 Felder, alle Schichten und Geschichten, jeder Zug vorhergesehen, jede Antwort ausgereift. Abstergo hat es erschaffen. Es ist das Spiel der Firma, es gibt keinen Ausweg. Zweiter Akt, irgendwas, Abram Lost, Blablabla, der König. F2, ihr Zug. Ach so. Es war Schachmatt, deswegen. Laden. Ich beende es. Ich kann es beenden, aber es geht nicht weg. Es ist fast so weit, Edmund Miles. Ich weiß, wie der Weg geöffnet wird. Bald wird mein wahrer Zweck enthüllt. Bald bin ich nicht mehr allein. Ah, Anspruch Laden. Revelations. Quarantänezone. Endlich. What the fuck goes on? What the hell? Das wusste ich nicht mehr. 1000 Quarantäne. Dinger. Das unterliegt in der Ausführung. Das könnte sogar Sinn ergeben. Sag mal nicht, ich muss das Puzzle nochmal machen, das wollte ich nämlich nicht. Wo warst du? Ich habe dich vermisst. Ey. Das ist nicht, was ich wollte. Laden. Und jetzt? Ja, was jetzt? Jetzt habe ich alle gelöst, aber irgendwie... Seltsam. Kann es sein, dass ich das jetzt nochmal machen muss? Ich verstehe es nicht. Aber was soll's. Mal gucken. Die Lösung habe ich jetzt hoffentlich noch im Kopf. Wo warst du? Ich habe dich vermisst. Laden. Wahnsinn, das war noch gar nicht so schwer. So, nochmal. Irgendwas stimmt hier nicht, deswegen. Laden. Logikzentren aktiv.
Ich verstehe. Nein, das haben wir schon gehabt. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal oder so, weil irgendwie... Irgendwie weiß ich nicht, was ich jetzt hier passieren muss. Naja. Ich würde mal sagen, als Maul. Sie wurden in ihre Positionen hineingebogen. Wir helfen Ihnen nur, es zu akzeptieren. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.